Hallo zusammen. Ich lese von der Verbraucherzentrale NRW und ZDF, wieso nebenberuflich, selbstständig, Steuern, Recht, Finanzierung und Marketing. Ich stelle wie immer die Eieruhr auf 30 Minuten, um zu verhindern, dass das Ganze zu lang wird. Und ich bin angekommen bei Haftungs- und Ausfallrisiken. Darauf müssen Sie achten. Im Unterkapitel finanzielle und rechtliche Risiken rund ums Internet. Und da geht es jetzt um Zahlungsrisiken im Onlinehandel. Und dann gibt es noch das Unterkapitel AGB Mythos und Wahrheit. Und dann möchte ich auch für diese Folge schließen. So, das ist auf der Seite 74, geht das los. Und es werden, ja, ich lese einfach mal vor. Zahlungsrisiken im Onlinehandel. Das Thema Zahlungsmoral ist in der Online-Branche ein heißes Eisen. Immer wieder zeigen Studien, dass Kunden bei Online-Bestellungen nachlässiger mit dem Zahlungsziel umgehen als Bestellungen aus dem klassisch gedruckten Versandkatalog. Zuweilen ist sogar eine regelrechte Bandenkriminalität erkennbar, bei der Betrüger gezielt auf die Suche nach Online-Händler mit großzügigen Zahlungsbedingungen gehen und dann mit der auf Rechnung bestellten Lieferung auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Große Versandhändler haben die Möglichkeit, sich durch eine Mitgliedschaft bei der Schufa oder die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsauskunftsteilen gegen eine allzu hohe Missbrauchsquote zu schützen. Doch für Betreiber von kleinen Online-Shops sind die dafür anfallenden Kosten meist zu hoch. Auf der anderen Seite sind immer weniger Kunden bereit, Vorkasse zu leisten und zu warten, bis nach Eintreffen der Zahlung die Ware versandt wird. Hier musste nämlich schon so mancher Käufer die bittere Erfahrung machen, dass der Betrug auch auf dem umgekehrten Weg funktioniert. Nach dem Bezahlen des vermeintlichen Schnäppchens wartet der Kunde vergebens auf die Lieferung und irgendwann stellt sich heraus, dass sich der Kontoinhaber mit dem Geld einfach davon gemacht hat. Damit stehen Sie als Shopbetreiber vor einem Dilemma. Mit der aus Ihrer Sicht sicheren Zahlungsmethode schrecken Sie einen Teil der Käufer ab und müssen auf einen gewissen Umsatzanteil verzichten und bei anderen Zahlungsbedingungen können Sie Restrisiken nicht vermeiden. Die Vor- und Nachteile der gängigen Alternativen zur Vorkasse und Lieferung auf offene Rechnung im Überblick. So. Jetzt wird eingegangen auf Lastschrift, Nachname, Kreditkarte, Treuhandsystem, Anbindung an Shoppingplattformen. Lastschrift. Das Lastschriftverfahren ist aus Sicht des Kunden verbraucherfreundlich, weil das überwiesene Geld zum Beispiel bei Nicht- oder Falschlieferung innerhalb von 8 Wochen einfach zurückgeholt werden kann. Das birgt jedoch für den Händler das Risiko, dass nach Eintreffen der Lieferung die Lastschrift rückgängig gemacht wird und der Verkäufer seinem Geld hinterherlaufen muss. Andererseits ist das Lastschriftverfahren eine sehr einfach zu handhabende Zahlungsweise, die sich problemlos in die meisten Online-Shop-Systeme integrieren lässt. Geeignet ist das Verfahren vor allem für Händler, die eher kleinere Einzelumsätze haben und als Preis für den höheren Kundenzustrom einen gewissen Anteil an Ausfällen verkraften können. Nachname.
Beim Versand per Nachname zahlt der Empfänger den Kaufpreis an den Paketboten und kann anschließend die Sendung in Empfang nehmen. Problematisch aus Sicht des Käufers, eine Prüfung des Inhalts ist vor dem Bezahlen nicht möglich. Außerdem sind mit dem Verfahren vergleichsweise hohe Versandgebühren verbunden. Der Versand per Nachname eignet sich damit eher für wertvollere Einzelsendungen. Kreditkarte. Dieses einfach zu handhaben und risikoarme Zahlungsverfahren wird in der Regel von Dienstleistern angeboten, die entsprechende Programmmodule für Shopsysteme zur Verfügung stellen. Damit verbunden ist zumeist eine monatliche Grundgebühr zuzüglich einer Provision auf die abgewickelten Umsätze. Lohnenswert ist der Einbau der Kreditkartenzahlung erst dann, wenn Sie höhere Umsätze in Ihrem Online-Shop erwarten. Treuhandsysteme. Systeme wie PayPal bieten einfache Zahlungsverfahren an, bei denen meistens die Eingabe von Benutzername und Passwort genügt. Hier fällt entweder eine transaktionsabhängige Gebühr oder eine Kombination aus monatlicher Grundgebühr plus Transaktionsgebühr an. Nachteil: Nur Kunden, die ein Konto beim Anbieter haben, können diesen Zahlungsweg nutzen. Anbindung an Shopping-Plattformen. Große Online-Anbieter wie eBay, Amazon, Yatego und Devanda bieten kleinen Shop-Betreibern an, deren Infrastruktur zu nutzen und ihre Produkte in einer virtuellen Einkaufspassage anzubieten. Damit können sie sich praktisch als kleiner Laden in einem großen Einkaufszentrum einmieten. Üblicherweise verlangen die Betreiber eine monatliche Grundgebühr zuzüglich einer umsatzabhängigen Provision. Als Gegenleistung erhalten sie eine Shop-Präsenz in einem gut frequentierten Umfeld und die Zahlungsabwicklung durch den Plattformbetreiber. Überlegenswert ist diese Variante, wenn Sie sich nicht mit dem Einrichten von Zahlungsmodulen befassen wollen und Ihre Umsatzerwartungen so hoch sind, dass die Gebühren wieder hereingespielt werden. Es gibt keine Patentlösung, wenn man das Zahlungsverhalten von Verbrauchern im Onlinehandel betrachtet. So ergab eine Untersuchung des EE Retail Instituts im Jahr 2016, dass unterschiedliche Zahlungssysteme in einem lebhaften Wettbewerb zueinander stehen. Allerdings sind solche Zahlen mit Vorsicht zu genießen, da je nach Selektion der befragten Unternehmen unterschiedliche Marktanteile herauskommen können. Die Ergebnisse der EI-Studie im Überblick. Zahlungsverfahren und Umsatzanteil werden hier gerade in zwei Spalten dargestellt. Also PayPal liegt bei 19,6%, die Rechnung bei 29%, Lastschrift bei 19,3% und die Kreditkarte bei 12%. So, jetzt kommen die letzten beiden Seiten im Kapitel, also die letzten anderthalb Seiten im Kapitel Haftungs- und Ausfallrisiko. Darauf müssen Sie achten. So, und es geht um AGB, Mythos und Wahrheit. Und vorher nehme ich noch einen Schluck von meinem kalten Biermischgetränk. Es tropft. Deshalb steht es auch auf Omas kleinen Teller aus Österreich. Hier. Nee, Made in Germany. Steht aber Burgenland drauf.
AGB Mythos und Wahrheit. Es gibt einen Kasten gesetzliche Grundlagen der besondere Schutz für Verbraucher gegen nachteilige AGB. Und es gibt einen Tipp, am besten klare Vereinbarungen im Vertrag. AGB Mythos und Wahrheit. Um die allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB, die gern auch als das Kleingedruckte bezeichnet werden, rankt sich so manche Legende. Dem einen oder anderen Existenzgründer wird gesagt, dass er ohne eigene AGB praktisch dem Untergang geweiht sei, weil ihn dann jeder Geschäftspartner nach Belieben über den Tisch ziehen könne. Andere wiederum behaupten, dass die AGB seien vollkommen nutzlos, weil sie juristisch ausgehebelt werden können. Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Bei den AGB handelt es sich um formulierte Vertragsbedingungen, die nicht individuell ausgehandelt werden, sondern beim Vertragsabschluss beigelegt werden. Dabei ist es unerlässlich, dass dem Geschäftspartner die AGB vor dem Abschluss des Vertrags vorliegen und dieser nicht widerspricht. Dies kann in der Praxis bedeuten, wenn Ihr Kunde bestreitet, die AGB erhalten zu haben und Sie nicht das Gegenteil beweisen können, haben Sie Pech gehabt. Der Inhalt der AGB hängt stark von der Branche ab. So kann beispielsweise bei Selbstständigen in kreativen Berufen wie Grafikern, Textern oder Fotografen über die AGB geregelt werden, welche Nutzungs- und Verwertungsrechte der Kunde beanspruchen darf. Auch die Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie die Modalität bei Verzug oder Reklamation sind häufig in der AGB zu finden. Allerdings werden die Klauseln durch die Beschlüsse 305 bis 310 im Bürgerlichen Gesetzbuch Grenzen gesetzt. So dürfen Geschäftspartner zum Beispiel nicht unangemessen benachteiligt werden und geltende gesetzliche Grundregeln lassen sich über AGB nicht aushebeln. Wenn Ihre Kunden keine privaten Verbraucher, sondern Unternehmer sind, dann gelten nicht die Regelungen des Verbraucherrechts. Dennoch lassen sich AGB-Inhalte auch hier nicht ohne weiteres durchsetzen. Kritisch wird es vor allem dann, wenn Ihr Geschäftspartner eigene AGB hat, die er wiederum als Basis für seine Vertragsabschlüsse verwendet. Streng genommen kommt kein Vertrag zustande, solange sich beide Parteien nicht auf eine übereinstimmende AGB-Fassung geeinigt haben. Weil in der Praxis meist die Verträge trotz abweichender AGB abgeschlossen werden, hat sich in Streitfällen eine pragmatische Art der Rechtsprechung herauskristallisiert. Bei übereinstimmenden Klauseln gelten die AGB, bei sich widersprechenden Klauseln die gesetzlichen Regelungen. Wenn Sie AGB verwenden wollen, dann sollten Sie nicht ungeprüft irgendwelche Mustervorlagen oder gar das Kleingedruckte von anderen Unternehmen kopieren. Allerdings kann die Erstellung von AGB durch einen Anwalt mehrere hundert Euro kosten. Gesetzliche Grundlagen. Besonderer Schutz für Verbraucher gegen nachteilige AGB. Wenn Ihre Kunden private Verbraucher sind, gelten strenge Maßstäbe bei der Wirksamkeit der AGB, so sind folgende Klauseln unzulässig. Einschränkung des gesetzlichen Widerrufsrechts bei Fernabsatzverträgen, Fristverkürzung oder andere Einschränkungen bei der Gewährleistung, Vorbehalt von Preiserhöhungen zwischen Vertragsabschlüssen und Lieferung, wenn diese innerhalb von 4 Monaten erfolgt, Durchführung von Reparaturen nur gegen Vorkasse. Änderung des gesetzlich vorgesehenen Gerichtsstands, Haftungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit. Am besten klare Vereinbarungen im Vertrag. Um Streitigkeiten vorzubeugen, sollten Sie wichtige Klauseln wie etwa die Zahlungsbedingungen oder die Verwertungsrechte bei geistigem Eigentum nicht in die AGB auslagern, sondern individuell in jeden Vertrag einführen. Denn juristisch gesehen hat eine individuelle Vereinbarung stets mehr Gewicht als vorformulierte, kleingedruckte. So.
das war es mit diesem Kapitel. Es geht weiter mit erfolgreich werben mit kleinem Budget. Tschüss.